Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu meiner ersten Mod-Vorstellung hier auf diesem Kanal. Heute haben wir uns rausgesucht von hier sind doch gleich MCM Modding den Fendt 900 Vario Black Beauty. Der ist heute in einem Update bei ModHoster erschienen. Motorausführung gibt es den 930 mit 300 PS, den 936 mit 360 PS, 39 mit 390 PS und man kennt's. Dann haben wir Radsetup, da können wir Radgewichte dazu basteln, Breitreifen, Zwillingsbereifung und die Standardräder. Wir nehmen ihn mal in der Standardausführung mit 930er mit 300 PS. Und kaufen den guten mal. So, jetzt steht er beim Händler. Dann suchen wir uns mal den Händler. Da ist der Shop, da ist der Traktor, da steigen wir ein. Ich spiele auf dieser Mod-Vorstellung oder generell bei Mod-Vorstellungen mit keinen anderen Mods, sondern nur dem einzelnen Mod, den ich euch vorstellen möchte. Sieht von außen gar nicht mal so schlecht aus. Standardfunktion. Vorwärts, rückwärts ist logisch. Rückfahrscheinwerfer. Zusätzliche Scheinwerfer hat er auch. Gucken wir mal in die Lok. Sieht so auch ganz gut aus. Hat beim Kauf keinen Lok-Eintrag verursacht. Auch beim Laden des Mods, beim Starten der Karte, keine Errors irgendwo drin. Sieht also ganz gut aus. Schauen wir uns das ganze Ding mal von innen an. Viel zu sehen ist, glaube ich, nicht. Fahrtrichtung wechseln. Richtung wechseln? Okay. Gut, wir können also auch Fahrtrichtung. Das ist ja cool. Weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das schon Standard war. Ansonsten ist ein Kennzeichenskript verbaut. Das testen wir mal gerade. Auch mal grüne Nummernschilder, weil wir sind ja schließlich Landwirte, ne? Nein, Mecklenburg-Vorpommern nicht. Wir gehören nach Brandenburg. Ach, verkehrt rum. Na gut. Auch wieder verkehrt rum. Das üben wir noch. Den Rest lassen wir mal so. Da ist unser Kennzeichen. Da ist das andere Kennzeichen. Das funktioniert also wunderbar. Schauen wir mal wieder ganz nach unten, ob da jetzt irgendwas gekommen ist. Nein, wunderbar. Die Lok sieht immer noch sauber aus. Jo. Fahren tut er auch ganz normal. Schnappen wir uns mal. Halt. Schnappen wir uns mal einen Grubber. Ach komm, der darf ruhig ein bisschen größer sein, ne? Oder hier? Nö, hier. Na gut, wir nehmen mal den. 330 PS sind dann vielleicht doch ein bisschen zu. Hast du hier 300 PS, 12 Meter, den nehmen wir mal. Dann gucken wir mal, wie das Ganze sich auf dem Feld verhält. Dazu müssen wir uns jetzt allerdings erstmal... Wir probieren das Ganze mal ohne Gewicht. Ich habe ja gar keinen Drive Control. Ich fahre Gas. So. Ab aufs Feld mit dem Guten, da wo er hingehört. Hat ganz schön zu kämpfen, so wie man hört. Nein, kaufen. So, dann buttern wir den Mais mal unter.
Ja, macht auch mit dem Gober eine ganz gute Figur. Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h. Die sind beim Grubber auch so angegeben. Die schafft er auch ganz locker. Ich würde sagen, alles in allem nichts spektakulär Außergewöhnliches, aber ein funktionierender Mod, der lockfehlerfrei ist. Zumindest im Singleplayer. Im Multiplayer kann ich das Ganze jetzt für euch noch nicht testen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Aber ansonsten für den Singleplayer ein wunderbarer Mod. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Mod-Vorstellung mehr. Ich werde hauptsächlich Mods testen, die es frei zum Download gibt, die nicht bei Upload hochgeladen sind, weil ich habe keine Lust dafür, auch noch Geld auszugeben. Ansonsten, solltet ihr einen Mod haben, den ihr vorgestellt haben möchtet, schreibt mich gerne an. So, habt ihr Fragen, Kritik, Anregungen, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, bis denn, tschüss.